Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja. Ja, willkommen bei Plan C. Heute machen wir Featherstickz. Und zwar die Featherstickz Challenge. Challenge. Wer hat die größten Locken? Ich habe sowieso Locken, aber die zeige ich jetzt nicht. Mal gucken, ja, das heute ist fast schon wieder, ne, ist schon wieder zu trocken hier. Irgendwie ging das mal besser. Das ist so trocken. Also es geht auch mit der Machete. Oh, wie gesagt, das Holz ist sofort trocken, dass die unheimlich gleich abbrechen hier. Geht aber natürlich auch. Hört ihr das? Das ist richtig schön furztrocken. Geht natürlich auch mit einem normalen Messer. Ich muss jetzt mal hier, wenn du erstmal so einen Anfang hast. Ist es denn? Das ist schon wieder zu trocken. Ja. Ja. Aber die brennen bestimmt gut. Genau auf dem Baumstamm hier, jetzt pfeift der Wind natürlich gerade auch schön. Ich mache noch mal ein paar. Das ist eine, das liegt jetzt bestimmt schon, ich weiß nicht, 4-5 Jahre. Man kann es natürlich auch ganz anders machen, indem man zu windig hier. Die werden wir so nicht ankriegen, nur schon. Zerfickst nochmal. Qualm tut schon. Hast du gesehen? Irgendwas war hier drin. Jetzt brennt's. Es sind nicht die schönsten Locken, aber wichtig ist das Ergebnis. Es brennt. Oder hat gebrannt. Nee, brennt immer noch. Ja, Opinel, Feuerstein, El Machete. Messer. Wie gesagt, ich benutze diese Technik eigentlich nicht. Nicht wirklich allzu oft, oder? Eigentlich nicht, ne? Haben wir die überhaupt schon benutzt? Boah, ich hab schon mal, es geht halt. Aber meistens bin ich faul und nehm irgendwelche Beschleunigerhilfen. Meistens meine Wattepads. Hier so ein Kloster im Hintergrund. Falkenrieder Kloster. Hast du ein Handy mit? Ja. Machen wir nochmal ein Foto für Instagram, oder? No. Den Baum hier habe ich mit der Silke, ne? Nein, habe ich nicht. Das wäre jetzt übertrieben, oder? Ja, und hier ist Falkenried City. Home of the Brave. Und das sind so die Hobbys oder die Langeweile arbeiten von Papa. Genau.